Dann sehen wir uns doch mal um, wer hier sonst noch so rumkreucht. Hübsches kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh ja, bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh weh, hier unten ist es aber finster. Oh, aber ihr seid so wunderschön, so ein strahlendes Lächeln. Eure Zähne, nein! Ach, verdammt, ihr seid wirklich schlimm. Was ist mit euch, Festus? Wie ist euer letzter Auftrag gelaufen? Oh ja, bitte, alter Mann. Erfreut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, die Jungen und Unbedarften. Machen sich immer über die Erfahrenen und Genialen lustig. Mein Auftrag ist bestens gelaufen, das kann ich euch sagen. Hab einen neuen Zauber ausprobiert, etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Ich war so nah dran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Oh, echt eklig. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjorn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Oh... Ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Ich bin nicht süß. Es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch. Ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz. Das sollte man Inigo vielleicht nicht sagen. Hallo. Ja, ja, ihr seid das neue Mitglied der Familie. Wisst ihr was? Betrachtet mich doch einfach als den mürrischen alten Onkel, mit dem keiner redet. Gehen wir einander aus dem Weg. Gesagt. Und doch steht ihr hier bei bester Gesundheit. Vergesst nicht, dass ich eine Schattenschuppe bin. Ich wurde buchstäblich zum Töten geboren. Was war das gerade? Ich wurde mit einem Zauberstab in der Hand geboren. Also, bildlich gesprochen. Das wäre ja sonst recht schmerzhaft für meine Mutter gewesen. Aber ich war ein Wunderkind. Mit 12 Monaten habe ich einfache Zauber gewirkt. Mit 3 Jahren komplexe Anrufungen. Und mit 7 habe ich Leichen reanimiert. Als ich 13 war, brannte ich aus Versehen das Haus meiner Familie nieder. Ein paar verirrte Blitze. Doch bald darauf meisterte ich meine Gaben. Vollständig. Danach habe ich an der Akademie unterrichtet. Bin aber nach 2 Jahren gegangen. Zu einfach. Zu vorsichtig. Keiner von ihnen hat die Herrlichkeit der Schule der Zerstörung verstanden. Ja. Also für den mürrischen alten Onkel redest du ganz schön viel. Denk daran, Feuerbälle. Damit liegt ihr nie falsch. In der ganzen Zuflucht reden die Leute über eure letzte Großtat. Oh, ihr sprecht von diesem Herrenhaus während des Gewitters. Was soll ich sagen? Es war genauso, wie ihr gehört habt. Es war ein Selbstmordkommando. Das hat selbst Astrid gesagt. Und doch steht ihr hier bei bester Gesundheit. Was? Ihr haltet mich für zu alt, zu schwach. Ich verfüge über mehr Wissen als 2 von euch Jungspunden zusammengenommen. Und Wissen... Wissen ist meine Waffe. Immer wieder schön, einen anderen Schuppigen zu treffen. Willkommen, mein Bruder. Willkommen in unserer Zuflucht. Uns beizutreten war die richtige Entscheidung, glaubt mir. Ja? Schön, dich kennenzulernen, Visara.
Vertraut einfach Astrid und befolgt ihre Befehle. Und ihr werdet hier keine Probleme haben. Sagt schon, was all die anderen sagen. Es kann doch unmöglich wahr sein. Moment. Der Redoran-Auftrag? Ja, ihr habt richtig gehört. Farnfell hin und zurück in unter 48 Stunden. Bei Cities, ihr habt alle abgeschlachtet. Natürlich mit Ausnahme des einzigen Überlebenden, den ihr als Zeugen brauchtet. Kennen eure Gelassenheit und euer Geschick denn gar keine Grenzen? Das soll euch Jungspunden eine Lehre sein. Es gibt keine Herausforderungen. Ach, der redet schon wieder. Okay, wie ist man denn hier so zu Kaltblütern? Einst war ich eine Schattenschuppe. Ein Meuchelmörder im Dienste des Königs der Schwarzmarsch. Von der dunklen Bruderschaft ausgebildet seit dem Tag meines Schlüpfens. Ah, aber das ist ein Leben lang her. Heute bin ich der Letzte meiner Art. Meinen Orden gibt es nicht mehr. Jetzt diene ich Astrid und dieser Zuflucht. Ich bin zum Töten ausgebildet und mein Dasein hat wieder einen Sinn. Das Leben ist gut. Dann ist gut. Tötet gut und oft. Natürlich. Schönheit und Verführung. Der Rest war reine Formsache. Wenn auch eine ziemlich nasse, schmutzige Formsache. Neuer Bruder. Ich möchte euch in unserer Familie herzlich willkommen heißen. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ihr sprecht von diesem Herrn. Danke. Gabriela, richtig? Euch umgibt auf jeden Fall eine seltsame Energie. Ich freue mich darauf, eure Fortschritte zu verfolgen. Und sonst so? Was für eine seltsame Frage. Nun, ich mag mondhelle Nächte, lange Strandspaziergänge, Stricken und Einhörner. Ja, einmal bin ich sogar in einer mondhellen Nacht am Strand spazieren gegangen und habe dabei ein Einhorn gesehen, dem ich dann mit einer Stricknadel in den Hals gestochen habe. Ich bin eine Frau mit einem edlen, aber einfachen Geschmack. Ich bin noch alleinstehend, also Mondnächte immer wieder. Nur Strand ist mir ein bisschen zu sandig und zu warm, aber ansonsten... Passt auf euch auf. Wir sehen uns noch. Wir haben mal wieder ein Wort gefunden. Faszinierend. Es posierte mir schon die ganze Zeit über im Auge. Ich muss das unbedingt mal einsammeln. Also, kommt der Tod nicht zu uns allen? Ist er nicht eine Gewissheit? Ich versuche nur, mir vorzustellen, wie ihr euch im Körper eines Mammuts versteckt. Wie gerissen von euch. Ihr übertreibt. Wie könnte ich versagen? Ich bin schließlich nur ein kleines Mädchen. Welche Gefahr könnte ich denn bitte darstellen? Gute Frage. Da seid ihr ja. Astrid hat mir alles über euch erzählt. Habe gehört, dass sie die alte Wählt euer Opfer aus Nummer mit euch abgezogen hat. Die finde ich einfach klasse. Ja. Es wird euch hier gefallen. Wir haben eine Menge Spaß und passen aufeinander gehört, auf, wie das Familien eben so tun. Also bist du eine kleine Schwester, oder wie? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Die dunkle Bruderschaft hat Mama und Papa getötet und mich mitgenommen. Bitte, bitte helft mir. Ziemlich überzeugend, nicht wahr? In Wahrheit bin ich kein kleines Mädchen. Früher war ich eins natürlich. Vor 300 Jahren. Als Vampir bleibt man erstaunlich frisch. Aber mich würde das nerven, so klein zu sein wie du. Und das auf... Viel Spaß. Und das auf ewig. Du bist unser Haushund? Mir scheint fast so. Hallo. Gaston Bellefort. 5 Gold, na immerhin. Und eine eilig hingekritzelte Notiz. Meine Schreibutensilien habe ich verloren
Und ohnehin fehlt mir die Zeit für einen ausführlichen Bericht. Wochenlang habe ich gesucht, aber endlich habe ich sie gefunden. Die Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Eine zumindest, in Himmelsrand. Unter der Waldstraße. Ich habe sie beobachtet, die Mörder. Ihr Kommen und Gehen. Die Narren haben keine Ahnung, dass sie beobachtet werden. Mein nächstes Ziel ist es, irgendwann durch die düstere schwarze Tür zu gelangen. In die Zuflucht hinein. Ich habe keine Zeit mehr, über die Gefahren Gedanken zu machen. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Ja, es scheint dir sehr gut ergangen zu sein, Junge. Sehr, sehr gut. Brav gemacht, Spinny. Ist das ein arkaner Verzauberer? Bei Gelegenheit möchte ich mich ihm widmen. Hier scheint mir niemand zu sein. Wie spät ist es eigentlich? 8 Uhr abends. Noch schläft hier aber niemand. Mal sehen, wo es hier noch so überall lang geht. Hier ist... Aha. Und... Achso. Sah von fern etwas aus wie ein Tisch, wo gerade Blut runterfließt. Hier. Das Siegel Cities. Tür auf, Echse raus. Und wie seid ihr hierher gekommen, Rotwardone? Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Ich weiß nicht, wie alt die anderen sind, also kann ich dazu keine Auskunft geben. Jedenfalls werdet ihr von mir noch mehr hören, das kann ich versichern. Oh, wie dreist. Ich gebe euch 3 Tage. Dann vermasselt ihr irgendetwas und jemand schlitzt euch die Kehle auf. Aber wer weiß... Man hat mich schon früher einmal eines Besseren belehrt. Naja, wir könnten gleich anfangen. Astrid hat gesagt, ihr hättet Arbeit für mich. Ach, hat sie das? Ja. Es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Her damit. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Danke, gebt mir erstmal die 3. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Gut. Dann mal her mit den Aufträgen. Na dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben. Eure Ziele sind der Bettler Narfi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius und die Minenleiterin Beitilt. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Viel Glück und ob der Tag jemals kommen wird, an dem die Bewohner von Himmelsrand unsere Dienste nicht mehr benötigen? Wahrscheinlich nicht. Wenn sie endlich geschafft haben, sich gegenseitig alle zu töten, was kannst du mir eigentlich noch über dich erzählen? Nun, wie ihr sicher schon bemerkt habt, bin ich Rotwardone. Mhm. Allerdings habe ich nur wenig mit den meisten anderen Rotwardonen hier in Himmelsrand gemeinsam. Das steht fest. Ich bin ein Kind Hammerfels, geboren im Sand der mächtigen Wüste Alikir. Das Blut leuchtet dort in einem Rot... das sich kaum in Worte fassen lässt. Meine Vergangenheit ist lang und reich an Geschichten, auf die ich nicht immer stolz bin. Die dunkle Bruderschaft hat mich vor mir selbst gerettet. Seither habe ich nie wieder zurückgeblickt. Faszinierend. Was die Aufträge angeht, ich hätte gern Details. Am besten als erstes über Enodius. Er lebt nicht unweit von Angas Mühle im Wald. Früher war Papius dort der Müller. Heute ist er nur noch ein wahnsinniger Einsiedler, der glaubt, jemand hätte es auf ihn abgesehen. Womit er sogar recht hat. Okay.
Und Beitild? Sie hat sich vor mehreren Monaten von ihrem Ehemann getrennt. Heute leiten die beiden konkurrierende Bergbaubetriebe. Beitild ist wütend und verzweifelt. Eine Kämpferin. Ich schätze mal, wir beenden dann ihr Leiden. Gut, zuletzt Narif. Er ist ein glückloser Bettler. Lebt in Ruinen vor dem Dorf Ivarstadt. Ein einfacher Auftrag, sogar für euch. Ivarstadt kommt mir bekannt vor. Gute Jagd. Ich glaube, dort sollte uns unser Weg sowieso hinführen. So, du bist also der, den ich aus dem Weg räumen müsste, um an Astrid ranzukommen, ja? Ja, nun, das ist rohes Fleisch. Oh, meine hübsche Frau hat mir alles über euch erzählt. Du brauchst gleich nicht damit angeben. Nun. Lass mich raten. Astrid hat vergessen zu erwähnen, dass ich ihr Mann bin. Das macht sie öfter. Sie möchte nicht, dass man denkt, sie bevorzuge jemanden. Sie hat es erwähnt. Und was kann man sonst noch so über dich sagen, außer dass du mit ihr zusammen bist? Ich könnte euch dasselbe fragen. Denn ihr seid mehr als nur sterblich. Ihr seid ein Kind des Mondes. Ihr seid ein Wolf. Ihr seid also ein Gefährte. Woher sonst solltet ihr auch euer Geschenk haben? Ich hoffe, ihr habt mehr Glück mit ihnen als ich. Ja. Ich war einst ein Bruder der Gefährten. Sagen wir, sie fanden meine Methoden beunruhigend. Die dunkle Bruderschaft sieht das etwas anders. Nun, mich werden sie bald noch beunruhigender finden, glaube ich. Nun gut. Wolf. Sieht ein bisschen aus wie Geralt. Einen komischen Hexer, den ich irgendwann mal getroffen habe. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Nicht? Schade. Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Das habe ich bereits gemacht. Ich weiß, da sind die Augen. Wie spät haben wir es? 10 Uhr abends. Dann penne ich doch mal in eurem Bett. 8 Stunden ist vielleicht ein bisschen wenig, aber egal. Wir haben Aufträge, wir sind endlich Meuchelmörder. Dein Mann kann sich mal ein Bett kaufen, wo Bestienblut auch nichts Dings hindert. So, ich nehme mal den Rest der Ausrüstung der dunklen Bruderschaft trotzdem noch mit. Einfach nur, weil es Sammlerstücke sind. Findet man nicht so oft. Fürstentum Falkenring. Jetzt aber. Whee! Das ist unser neues Outfit in vollem Glanze. Inklusive diesem coolen Schal. Den man allerdings nicht sieht, weil ich gerade noch einen Umhang trage.